Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Immer noch auf der Suche nach Abraxas auf dieser wunderschönen Insel, wo aber ganz schön harte Gegner leben. Oh. Seht ihr mal hier. Wo hier gar nichts ist. Yay. Kann ich hier irgendwie rein? Nö. Ach, hier war ich sogar schon. Okay, ich hatte mal länger meine Ruhe. Das ist doch wenigstens etwas. Also diese Fähigkeiten hier sind gerade echt extrem gut und ich bin froh, sie zu haben. Das finde ich echt cool. Die hauen hier voll rein. Warum bin ich immer noch so laut? Ich habe mein Mikro doch schon weiter runter gemacht. Hey. Ach nö, nein. Stirb! Ernsthaft? Aber hey. Immer. Oh, der wird. Oh, der Buschkriecher wird wütend. Immer positiv sehen, so level ich. Immer positiv sehen. Und ich sammle Seelen nebenbei und sowas alles. Hab eben schon mal ein paar Seelen benutzt, um mich zum Beispiel zu heilen. Eben offplay, bevor ich diesen Part gestartet habe. Na? Pfui. Aus. Böse Giftfliege. Ganz so. Böse wollte ich schon sagen. Nee, böse. Böse. Ja, ich bin auch böse, ey. Wir sind schon wieder hier. Ich weiß, dass auf dieser Insel irgendwas ist. Aber frag mich nicht wo. Aber ich weiß, dass hier was ist. Ich weiß es genau. Ich bin gerade echt versucht nachzugucken, wo das denn jetzt genau gewesen ist, Mann. Ich weiß leider gerade vor allem überhaupt nichts Gescheites, was ich euch erzählen könnte. Das ist gerade mein Problem. Ich meine, es ist ja schon spät geworden, kann ich sagen. Ne? Der Mond leuchtet hell am Himmel. Ach, Alter. Ja, lähmt uns ruhig alle. Ist okay. Ah. Ihr blöden Viecher, ganz ehrlich. Bin gerade dezent aggressiv auf diese Viecher. Ich denke mal, das kann man verstehen. Aber zum Glück lähmt die jetzt auch nicht auch noch zusätzlich Asker, sonst hätte ich ein Problem. Oh, ein Glück. Nicht, dass die uns hier noch fertig machen, ey, das wäre gar nicht lustig. Brauche ich noch viel, um aufzusteigen? Ich will ein Level höher sein. Nee, ich brauche zum Glück nicht mehr allzu viel Energie. Ich darf hier auf keinen Fall zu schwach werden hier. Ja, Elaine, du könntest ein bisschen was vertragen. Ach komm, du kriegst hier eine kleine Heilfiliole. Oder auch zwei. Gönn dir. Wo war dieser Anschluss an die andere Insel? Ich weiß genau, dass hier einer war. Ich muss jetzt wirklich mal hier den Rand der Insel ganz genau abgrasen. Ich darf nicht in die Mitte gehen. Ah, seht ihr mal hier. Und da oben ist noch eine rote Truhe, die will ich haben. Aber ich bin endlich richtig, siehste. Ich muss nur hier am Rande gucken und dann hat sich das auch schon. Oh, die war ja schwach. Nee, hier darf man echt nicht lange zögern. Weil ich muss man echt sehr schnell ausschalten. Jawohl. Finally.
Sehr schön. Lebensrune. Wieder plus 5 Maximum, diesmal natürlich wieder für Valna, oder? Soll ich Asghar nicht doch mal eine geben? Weil er ist so schwach. Aber ich will eigentlich nicht. Ich behalte sie selber, mal ganz ehrlich. Ich gebe sie mir. Valna ist unser Protagonist, der muss am meisten haben. Irgendwas ist hier passiert. Die Musik ändert sich. Mystisch. Dort liegt Blut und es riecht nach Leichen. Es riecht aber nicht nach normalen... Nach normalen Blut. Das heißt nach normalem Blut, aber egal. Es riecht nach Vampirblut. Abraxas ist oder war hier. Hier ist überall Blut. Hier hat er wahrscheinlich ein paar Vampire abgeschlachtet. Okay. Oh. Der Hals wurde durchtrennt. Speicherstein, wie nett. Sonst nichts? Nö. Einfach nur der Hals wurde durchtrennt, okay. Oh nein. Er hat hier ganz viele Vampire getötet. Das war anscheinend... Hallo? Ein Versteck von mehreren Vampiren, wie es aussieht. Was für ein Blutbad, der hier angerichtet hat. Vor allem, warum sollte ein Vampir seine eigenen Artgenossen töten? Das macht immer noch keinen Sinn. Ich dachte schon, er würde super stehen. Super abgetrennt. Nein, sauber abgetrennt. Warum? Ich meine, ich weiß es eigentlich schon, aber... Trotzdem, warum? Sauber abgetrennt. Saubere Leistung. Der lebt noch. Zero aus Vampire Knight, was machst du hier? Er lebt noch, oder... Verdammt, Entschuldigung, ich habe so schnell weggedrückt. Ihr... keine... Zeit. Er... kommt... wieder. Wer kommt wieder? Er. Der Vampirschlechter. Abraxas. Er kam und tötete alle. Unglaublich. Nie zuvor hab ich sowas erlebt. Seid ihr alle Vampire gewesen? Wir waren vier, doch wir hatten keine Chance. Nicht mal zu viert. Eigentlich unmöglich. Er scheint stärker zu sein, als ich gedacht habe. Aber wieso ist er dann vor uns geflüchtet? Vielleicht ist er ja gar nicht vor uns abgehauen. Er meinte, er wird mich hier zurücklassen als Zeichen seiner Macht. Ihr seid auch Vampire. Ihr müsst zu... den Kindern der Apokalypse. Den Kindern der Apokalypse? Wer ist denn das? Sie verstecken sich in Astion, der Stadt in den Bergen. Geht zu ihrem Anführer und erzählt ihm, dass die Vampire systematisch vernichtet werden. Er wird etwas unternehmen. Was können die schon tun? Euch verstecken. Ihr seid fast die letzten Vampire. Wir dürfen nicht aussterben. Die letzten? Geht jetzt. Aber vorher tötet mich. Ich ertrage die Schmach des Versagens nicht. Du sagst, Vampir... sollen nicht aussterben. Vampire sollen nicht aussterben. Aber jetzt sollen wir dir ein Ende bereiten? Ich habe versagt. Wie alle anderen auch. Falsch. Wir werden nicht versagen. Obwohl mich eure Probleme nicht interessieren. Aber Abraxas ist inzwischen schon ein persönliches Problem geworden.
Tötet mich. Was ist jetzt überhaupt die richtige Antwort? Ich meine, klar, die... Erträgt er die Schmerzen nicht mehr oder nur die Schmach, wirklich versagt zu haben? Das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht. Wenn Vampire nicht aussterben dürfen, mal ganz ehrlich, der muss dann mit der Schmach halt leben. Niemals, du wirst leben. Du bist einfach zu schwach, Walnar. Dann lass uns mal nach Astion gehen. Abraxas, wir kriegen dich. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall. Ich glaube, das war aber die richtige, menschlichere Antwort. Wenn Aska sich aufregt, haben wir alles richtig gemacht. Hat mir das jetzt in irgendeinem Punkt Menschlichkeit gebracht? Das will ich jetzt sofort wissen. Habe ich jetzt nur noch -2 Menschlichkeit? Bin ich lieb gewesen? Habe ich richtig gehandelt? Status? 165 von 450 Geheimnissen. Es gibt immer noch sehr viel zu entdecken. Haben wir unsere Minen eigentlich inzwischen ganz voll? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, 0 Tranak-Mine. Ach ja, das war ja die Mine von König Gerald. Gerald? Ich hab's vergessen. Jedenfalls, das ist klar, dass wir noch keine drin haben. Oh, aber auch die Inselmine, da haben wir nur 13 von 15. Da fehlen noch 2. Oh, guck mal, ich hab Menschlichkeit 1! Ich hab nicht mehr... Ich bin nicht mehr im Minusbereich, Leute! Ach, ist das schön. Ich freue mich gerade so sehr. Ich meine, genügend Menschlichkeit fürs gute Ending werde ich wohl nicht mehr sammeln können, aber ich habe Menschlichkeit plus 1. Ich freue mich gerade so sehr. Schön. Genau, Anzahl Fluchten 35. Ich darf echt auch nicht mehr flüchten. Außer vielleicht 2-mal, das ist, glaube ich, okay. Oh, sie, wie lange wir schon spielen, Leute? Alter. Okay. Alter Schwede. Ach so, ich muss ja die Leiter nehmen, stimmt ja. Hier blub. Gut. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich beende hier den Part. Wir haben gut was geschafft. Wir haben die Insel zu Ende erkundet. Yay. Und im nächsten Part werden wir uns dann mal nach Astion wieder begeben und dort mal so nachgucken, was da gerade so abgeht. Von daher, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dabei sein und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und ja, bis zum nächsten Part deswegen mal, ihr Lieben. Ciao!